So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich euch die perfekte, wirklich die perfekte Tastenbelegung für PS4-Spieler. Und diese Tastenkombo, die ich euch jetzt zeigen werde, die hat wirklich nur Vorteile, die ist endgeil. Erstens, ihr könnt halt schnell editieren. Zweitens, es ist kein Brainfuck, also ihr könnt es euch schnell einprägen. Und ja, drittens, Digga, keine Ahnung, es ist einfach eine Bombe, diese Kombo. Ja, ich habe sie schon öfters gespielt und ich kann euch dann auch Clips am Ende des Videos einblenden, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, mal schauen. Mal gucken, was ich machen werde. Und bevor ich euch die Steuerung zeige, habe ich eine Frage. Und zwar, was spielt ihr jetzt für eine Steuerung? Mich interessiert jetzt wirklich, wie viele Leute noch Oldschool spielen, falls es überhaupt noch welche gibt. So, und jetzt, ja, zeige ich euch mal die Einstellung. Und zwar, ihr klickt erstmal auf angepasst, dann klickt ihr Viereck, zurücksetzen. Ich nehme jetzt einfach mal Baumeister Pro. So, was ihr jetzt macht, ihr geht erstmal auf Kreis. Klickt da drauf und dann nehmt ihr statt bearbeiten, / Modus wechseln, nur Modus wechseln. Dann holt ihr da einfach den Bauplan raus, ist wie gewohnt. Es ist kein Brainfuck. Dann geht ihr auf Viereck, klickt da drauf und nehmt, oder ich muss es suchen, bearbeiten. So, mit Viereck bearbeitet ihr dann einfach, also ihr müsst nur draufklicken. Es ist wirklich end geil. So, jetzt kommt das, wie soll ich sagen, das leicht schwierige, und zwar ihr geht auf Steuerkreuz oben, klickt drauf. Und setzt da euer, wo ist es? Ich muss es suchen. Nachladen / interagieren. Das heißt, mit Steuerkreuz oben hebt ihr die Sachen auf, das spielt. Das heißt, ihr spielt leicht Claw. Und glaubt mir, es ist nicht schwer, Leute, es ist nicht schwer. Wenn ihr das Wort Claw hört, ihr denkt direkt an so Fingerkrämpfe und keine Ahnung was. Aber ihr gewöhnt euch dran, so ihr müsst nur manchmal draufklicken. Es ist wirklich nicht schwer. Dann geht ihr auf Steuerkreuz rechts und da macht ihr einfach am besten gar nichts hin. Wie lösche ich das? Ich weiß nicht, wie ich das lösche. Am besten ist, dann macht ihr gar nichts hin. Wenn ich wüsste, wie das geht, ich glaube, das werde ich rauskarten. Ah, hier Dreieck, Digga. Nicht gebunden, weil wenn ihr auf Steuerkreuz oben drückt, ihr kommt wirklich meistens auf Steuerkreuz rechts. Und wenn dann so ein Menü aufploppt, dann ist das halt belastend. Dann geht ihr auf Steuerkreuz unten und macht da euer Inventar hin. Das ist auch nicht schwer, weil Inventar ist ja normalerweise, keine Ahnung wo, Steuerkreuz oben, ich weiß es nicht. Ich habe diese Steuerung schon zu lange gespielt. Auf jeden Fall Steuerkreuz unten, das ist ziemlich nah am linken Stick, also ist einfach nice. Dann geht ihr auf Steuerkreuz rechts, macht da eure Emote-Auswahl hin, bla bla bla. So, und jetzt kommt das, wie soll ich sagen, das Pfeilen platzieren. Ihr geht auf die Bausteuerung, geht dann auf Steuerkreuz rechts, klickt drauf. Und macht da die, wo ist es? Ich muss es wieder suchen. Pfeilenwahl, / platzieren, / interagieren hin. Da macht ihr wieder Steuerkreuz unten Inventar, wie gewohnt. Und Steuerkreuz oben macht ihr Emote-Auswahl. Ich weiß nicht, warum man tanzen will, wenn man im Bauplan ist, aber ja. Gut, wo ist es? Ich muss es mal wieder suchen, man kennt ihn. Bin ich behindert? Emote-Auswahl hier. Material ändern kann durch gleich bleiben. Und Leute, wirklich... ich glaube, jetzt sind wir sogar schon fertig. Ich bin mir nicht sicher. Ich schaue nur kurz. Ja, jetzt solltet ihr fertig sein. Es ist wirklich eine kleine Änderung, aber diese kleine Änderung ist einfach so geil, wirklich. Und es ist halt echt nicht schwer zu merken. Das einzige Komplizierte ist halt eben, also Dings, Sachen aufheben mit Steuerkreuz oben. Aber ihr gewöhnt euch dran. Keine Sorge. Ihr gewöhnt euch wirklich dran. Es ist richtig nice. Und ja, Leute. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Es wäre auch noch korrekt, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, damit die das dann auch verwenden und damit ihr im Squad dann richtig schön rasieren könnt. Weil ich glaube schon, dass man dadurch etwas besser wird, wenn man schneller editieren kann. Und ja, es ist einfach geil, Digga. Es ist wirklich einfach fresh, wenn man schneller editieren kann. Man fühlt sich mächtig. Man fühlt sich einfach mächtig. So, und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.